Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey mit mir, dem Jan. Ich werde jetzt hier die Mission machen, der Nächte, bitte, findet Dimas und sprich mit ihm über hypotarische Notizen. Ich finde die Namen wirklich schrecklich. Da ist ein Baum, den ich einsammeln kann. Ein Gebüsch, so ein Strauch. So, erstmal muss ich die Festung finden. Ich glaube, da ist die Festung. Ah. Ist das auch die richtige Festung? Ja. Hippokrates Notizen werden gut bewacht. Warum? Also, ich sollte ja so versuchen, so wenig zu töten wie möglich. Erstmal gehe ich auf die Mauer drauf. Oder vielleicht mache ich erstmal. Das mächtige Tirins. Erbaut von den Kyklopen. Jedenfalls der Legende nach. Erstmal ein Foto. Schade. Ich komme hier mit dieser Kamera nicht wirklich klar. Okay. Jetzt gehe ich hier hoch. Also ich fand ja Assassin's Creed Origin besser, weil man da überall hochklettern kann. Gut, dass das immer noch geht. So, die Notizen sind da. Ja, ich mach das jetzt nicht alles hier. Ich töte so viele wie nötig, um dahin zu kommen und wieder rauszukommen. So. Level 20. Bitte kommt die Wache hier nicht hoch. Okay. Ich würde ja sagen, gut bewacht ist was anderes. Was machst du hier? Hippokrates schickt mich. Dein Befehlshaber hat seine Notizen und ich glaube, du hast sie jetzt. Die Notizen des großen Hippokrates persönlich? Tut mir leid, sie verbrannten beim letzten Angriff. Was? Du hast mich gehört. Das Behandlungszelt brannte ab. Aber ich habe mir alles gemerkt, was darin stand. Ich kann es aufschreiben, wenn ich Zeit habe. Oder wenn der Krieg abflaut. Dann musst du mit mir kommen. Einer von Hippokrates' Patienten wird sterben, wenn du nicht hilfst. Ich habe auch einen Patienten, der Hilfe braucht. Kann sich niemand sonst um ihn kümmern? Ich bin der Arzt hier. Lass mich in Ruhe. Du
Du arbeitest bestimmt für Geld, wie alle anderen auch. Was immer dein Befehlshaber dir zahlt, ich zahle mehr. Lass uns gehen. Und diesen Menschen sterben lassen? Ich lasse mich umstimmen. Unter zwei Bedingungen. Raus damit. Ich nehme das Doppelte. Ein Leben ist viel wert. Und sag bloß Hippokrates nichts davon. Du gierige, selbstgerechte Kröte. Hippokrates nimmt nur das, was seine Patienten entbehren können. Was macht dich besser als ihn? Er ist ein großer Mann. Aber er ist nicht der Einzige, der Leben rettet, Söldnerin. Diese Arbeit kostet. Tritt zurück und sieh zu. Ich warte hier, bis du fertig bist. Wenn ich gehe, könntest du auch einfach weglaufen. Du denkst wie eine Söldnerin. Das sollte mich wohl nicht überraschen. Dann mach dich nützlich und besorge mir meine Knochenzange. Irgendein Idiot borgt sie sich ständig aus. Dann kommst du mit und behandelst Hippokrates-Patienten? Ich gebe dir mein Wort. Ich hol dir deine Knochenzange. Na super. Wo ist die? Wie kann das denn sein, dass die wieder da oben alle leben? Wer hat hier gerade was gesagt? Der. Boah, ist der doof. So dumm sein und runterspringen und sterben. Ich weiß noch, dass es irgendwann passieren wird, dass ich sowas machen werde. Wo kommen die Pfeile? Da von da unten. Das war kein leichter Tod. Nix. Kann ich das auch hier plündern?
Der schwere Teil kommt ja noch. Also hier ist jetzt aufgeräumt. Zumindest sehe ich zurzeit keinen hier. So. Aber ich muss ja noch in den anderen Teil. Hätte ich... Wäre alles schneller gegangen, hätte ich den einen umgebracht. Er ist doch eh von den Bösen. Kletter doch da hoch. So. Warum steht da hinten jetzt ein Reh? Der beste Weg, wenn ich hier rüber ist, wenn ich hier rüberlaufe und den da hinten. So. Da ist noch einer. Das Feuer noch. Ach, das ist da hinten. Die Zange muss da drin sein. Wenn ich sie abgeliefert habe, geht es zurück zu Hippokrates. Das ist die Zange, die er wollte. Du bist so chancenlos! Chancenlos. Ach du Scheiße. Ist da jemand? Vorsicht ist besser als Nachsicht. Jetzt schlafen? Ist ja nur gut für mich. Jetzt sterb doch.
So. Ich weiß noch am Anfang, wo ich gesagt habe, ich versuche so wenig Leute wie möglich zu töten. Funktioniert halt schon nicht mehr. Ich habe fast alle hier schon getötet. Der jetzt hin? Immer noch einer. Immer erstmal durchsuchen und dann verbrennen. Wo rennt der denn jetzt hin? So. Der Anführer des Staatsarmes ist jetzt angreifbar. Da liegt aber noch einer im Zelt. Thank you.
Jetzt noch den Schatz und dann habe ich hier alles. Dann kann ich auch nachher mit dem Leicht verschwinden. Ist sie das? Du bist gar keine schlechte Assistentin. Wenn wir fertig sind, wäre ich geehrt, Hippokrates zu helfen. Er humpelt vielleicht noch eine Weile, aber wenn Apollon es will, wird alles wieder wie vorher. Wir treffen uns dort. Komm nicht zu spät. So. Aber bevor ich hier weitermache, sage ich vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.